Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung von TV Mürz. Wir berichten diesmal über das Baby- und Stilltreffen, ein Abschiedsspiel für einen Fußballer, sowie über die Firma Pöhler Bleche. Die Moderation kommt diesmal von der Firma Hütte Rammer in der Donischrufgasse 14. Grüß Gott! Hütte Rammer, ein Geschäft mit Tradition. Das Hut- und Schirmfachgeschäft ist bereits seit 102 Jahren im Familienbesitz. Bei Hütte Rammer finden Sie eine große Auswahl an Hüten, Kappen, Hauben, Stirnbänder, Handschuhe und Schals in moderner Optik. Regenschirme in verschiedenen Qualitäten und Designs sowie Gehstöcke runden dieses Angebot ab. Ihre fachliche Kompetenz als Hebammen und ihre Erfahrungen als junge Mütter geben Katharina Reisenauer und Sandra Rinhofer im Baby- und Stilltreffen weiter. Jeden dritten Mittwoch im Monat laden sie zum Erfahrungsaustausch in die Räumlichkeiten des Kindergartens Alleegasse. Zwergerl von 0 bis 3 sind mit ihrer Begleitung zu diesem monatlichen Treffen herzlich eingeladen. Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt. Sie sind zwar nicht die Babysitter der Stadt, in Sachen Babyfragen aber bestens fundiert. Von den sinkenden Geburtszahlen war beim Baby- und Stilltreffen nichts zu bemerken. 31 Mamas mit ihren Kindern zwischen 2,5 Monaten und 1,5 Jahren kamen in den Kindergarten Regenbogen. Da gab es für die Kleinen viel Neues zu entdecken und die Mütter nutzten die Zeit zum intensiven Erfahrungsaustausch. Ja, ich finde es super, uns gefällt es gut. Vor allem mein Sohn gefällt es da gut, da hat er viele Spielmöglichkeiten und lernt kleine Kollegen kennen. Also ich finde es sehr schön, eine gute Idee zum Austauschen für die jungen Mütter. Und allgemein gefällt es mir natürlich sehr gut, weil sehr viele Kinder da sind und im Moritz gefällt es ihm auch sehr gut, wenn sich viel tut. Ja. Das Baby in der Wiege schreit und das geht. Für das monatliche Treffen sind jeweils 1 bis 1,5 Stunden einberaumt, die bestens genutzt und in der auch vieles geboten wird. Es sind alle Eltern eingeladen, mit ihren Winzlingen von 0 bis 3 Jahren zu kommen. Die Babys werden hier abgewogen und abgemessen. Und sie können auch ihre Probleme mit uns teilen. Was wird in Zukunft noch alles beim Babytreffen vorkommen? Wir laden jetzt spezielle Gastreferenten ein zum Babytreffen, wie zum Beispiel einmal kommt ein Gynäkologe, dann werden wir einen Kinderarzt einladen, eine Psychologin und eine Physiotherapeutin. Die Betreuung und Beratung der Frau während der Schwangerschaft, nach der Geburt und während der Stillzeit sehen die beiden Hebammen als ihre Aufgabe. So bieten sie auch ein umfangreiches Programm für diese einzigartige Zeit im Leben einer Frau bzw. eines Paares. Also wir bieten eben zusätzlich zum Babytreff Rückbildungsgymnastik an, Geburtsvorbereitung und jetzt auch neu im VIVAX Schwangerenschwimmen. Und Akupunktur privat, also bei einem Frauen zu Hause oder in den Räumlichkeiten in Mützzuschlag. Auch auf dem Gebiet der Ernährungsberatung stehen die beiden Hebammen zur Verfügung. Die vielseitigen Erfahrungen aus ihrem Beruf und durch ihre eigenen Kinder ermöglichen eine gute Hilfestellung für die Frauen. So ist auch das Thema Stillen immer wieder aktuell. Ja, also generell das Stillen ist wirklich einfach das Beste fürs Kind. Das prophezeien wir als Hebammen immer in den Geburtsvorbereitungskursen und haben natürlich jetzt auch in der Praxis erfahren, dass das Stillen einfach das Beste fürs Kind ist. Wichtig dazu zu sagen ist aber einfach nur, dass sie eine Frau keinen Druck macht. Wenn das Stillen nicht funktioniert, dann funktioniert das Stillen eben nicht und Flaschelkinder gedeihen genauso gut. Also das Stillen ist quasi das Recht einer Mutter, aber nicht die Pflicht, ist unsere Meinung. Ob gestillt oder Flaschelkind, die süßen Wonneproppen aus dem Babytreff erschienen uns alle gesund und glücklich. Und sie freuen sich bestimmt schon auf den nächsten Treff mit ihren neuen Freunden. Am 19. November wird es dann den ersten Vortrag mit einer Ayurveda-Praktikantin geben. Wenn Sie sich schon auf Ayurveda einstimmen wollen, Flair in der Mariazellerstraße bietet Ihnen die entsprechende Literatur. Flair bietet Ihnen aber auch vieles mehr. Nicht nur in Sachen Esoterik sind Sie in der Mariazellerstraße 4 bestens beraten. Nina Spreizhofer und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch. Selbstverständlich ist Flair auch auf der Mürzer Messe vertreten, mit lukrativen Messeangeboten. Flair ist immer einen Besuch wert.
Als 11-Jähriger hat er mit dem Kicken begonnen. Im Alter von 35 Jahren hängt er nun seine Fußballschuhe an den Nagel. Beinahe ein Vierteljahrhundert hat Wolfgang Grodler Meisterschaftsspiele absolviert und die gesamte Zeit nur für einen einzigen Verein, seinen ESV Mürzzuschlag. Ihm zu Ehren gab es nun ein Abschiedsspiel. Im Abschiedsspiel für Wolfgang Grodler traten die Altherren-Teams von Mürzzuschlag und Krieglach-Langenwang aufeinander. In seinem letzten Meisterschaftsspiel im Juni siegte Rodler mit seiner Mannschaft 5:0 und er konnte dabei sein Tor sauber halten. Für mich ist es natürlich ein besonderer Tag heute, das letzte Mal auf der offiziellen Fußballbühne, wobei es natürlich nur ein Altherrenspiel ist, das muss man dazu sagen. Aber mein letztes Spiel habe ich in der Frühjahrsaison am ESV Mürzzuschlag in der Oberliga gehabt. Und jedes Fußballspiel ist für einen Sportler was Besonderes. Und sogar jetzt, wenn es 2:0 für uns steht, ist noch ein bisschen ein Kribbeln im Bauch beim Fußballspiel. Beinahe 25 Jahre war Wolfgang Grodler aktiver Fußballer. Und sein Herz gehörte nur einem Verein, dem ESV Mürzzuschlag. Er war sehr ausgeglichen, kameradschaftlich und vor allem von einem besessen, ein guter Sportgeist. Und er hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Er hat immer die Kameradschaft und das, was im Fußball ganz wichtig ist, diese Gemeinsamkeiten in den Vordergrund gebracht, beim Training im Speziellen immer Vorbild in puncto Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und so weiter. In seiner Kickerlaufbahn erlebte Wolfgang Grodler Höhen und Tiefen und er erinnert sich auch an besondere Spiele. Ja, sicher für einen Amateursportler ist natürlich immer jedes Fußballspiel gegen eine höherklassige Mannschaft, zum Beispiel Kapfenberg, die haben in der Red Zag Liga gespielt, haben wir Freundschaftsspiele gehabt, gegen Donauwitz-Leoben haben wir Freundschaftsspiele gehabt und im Grunde ist es als Tormann immer eine besondere Situation und meistens bei solchen Spielen kann man auch besonders glänzen, weil natürlich die Aktivität sehr hoch ist vor dem Tor. Also ich muss sagen, als Mitsportler, wir haben die letzte Saison, also die frühe Saison, gemeinsam bestritten hier beim ESV Mürzzuschlag, kenne ich den Wolfgang Grodler als sehr, sehr sportlichen, fairen Mitbestreiter im sportlichen Geschehen. Der Wolfgang war auch eigentlich immer sehr vereinstreu. Er hat seit seiner Jugend immer beim ESV Mürzzuschlag gespielt und wie schon gesagt, ist er sehr ehrgeizig, er hat seine Aufgabe immer sehr, sehr ernst genommen und war aber immer wirklich gegenüber den Gegnern auch sehr, sehr sportlich fair. Vater Hermann Rodler hat kaum ein Match seines Sohnes ausgelassen. Ganz wenige nur. Meistens da gewesen und immer mitgefiebert und nachher immer ein Fan gewesen. Hat er Sie eigentlich gefragt, ob er jetzt aufhören soll? Nein, hat er mich nicht gefragt. Nein, weil ich spiele auch noch einmal. Mit Katin Manuela und Tochter Julia wird Wolfgang zukünftig mehr gemeinsame Zeit verbringen. Frau Rodler, es ist heute das Abschiedsspiel. Ihr Gatte spielt das letzte Mal. Was sind so Ihre ersten Gedanken? Ja, es ist da eine lange Zeit, was er gespielt hat. Also ein bisschen Wehmut wird sicher bei ihm dabei sein. Für uns als Familie ist es natürlich schön, weil er mehr Zeit hat jetzt. Was war nun entscheidend, dass du gesagt hast, ich höre mit dem aktiven Fußballspielen auf? Ja, da waren verschiedene Kriterien. Unter anderem ist es auch, dass ich beruflich ziemlich eingesetzt bin. Und 35 Jahre ist ein Lebensabschnitt. Da kann man wie jetzt auch Altherren weiterspielen, weil das wird ja auch meine Zukunft sein, ganz wie die Schuhe nicht an den Nagel hängen. Du hast ja auch eine Familie und die wird sich jetzt wahrscheinlich freuen. Ja, natürlich, das ist mit auch ein Grund, dass man sagt, ja, Familie, Frau und Kind haben sehr Freude daran, dass ich jetzt mehr Zeit habe. Weil 3-4 Tage in der Woche war ich am Abend immer unterwegs. Das ist jetzt natürlich eine reine Familienzeit und da hat die Familie sehr viel Freude. Vor dem anschließenden Meisterschaftsspiel ESV Mürzzuschlag gegen Krieglach wurde Wolfgang Grodler für seine Verdienste von Vereinsfunktionären geehrt. Mit Wolfgang Grodler beendete ein vorbildlicher Sportler seine aktive Laufbahn als Fußballer. Diesen Beitrag widmete Ihnen die Firma Nordsteirische, der freundliche Energiepartner. Nordsteirische versorgt die Kunden mit sämtlichen Energiesparten, von Heizöl, Dieselkraftstoff über Holz und Kohle bis zu Pellets, Holzbriketts und Hackschnitzel. Das Team der Nordsteirischen ist bekannt für beste Service und freundliche Beratung. Geschulte Spezialisten überprüfen kostenlos jede Heizungsanlage.
Beim Kauf eines neuen Brenners gibt's den 200 Euro Sofortbonus. Bauer 3000, der Verbrennungsoptimierer, senkt die Heizkosten um bis zu 5% und entlastet die Umwelt. Jetzt bietet die Nordsteirische Aktionspreise und die Bestpreisgarantie für den Brennstoffeinkauf beim Abschluss einer Wartungsvereinbarung. Die Nordsteirische ist auch gerüstet für zukunftsorientierte Solartechnologie und Erdwärme. Einfach anrufen unter 038 52 24 21, Montag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr sowie Freitag von 7.30 Uhr bis 14 Uhr. Die Homepage lautet www.nordsteirische.at. Die Böhler Bleche GmbH wurde 1991 gegründet. Doch als Produzent von Edelstahl kann man im Jetzt-Zuschlag bereits auf mehr als 140 Jahre Erfahrung zurückblicken. Die Namen Heinrich Bleckmann, Max Mauermann, Schöler Bleckmann, Phoenix, VW, Böhler Udeholm sind Bestandteile der Firmengeschichte. Heute zählt das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Blechen aus hochlegierten Stählen und liefert seine Produkte weltweit in mehr als 50 Länder. Die Böhler Bleche GmbH wurde 1991 als 100%ige Tochtergesellschaft der Böhler Udeholm AG gegründet. Mürzzuschlag kann als Standort für die Produktion von Edelstahl auf eine mehr als 140-jährige Tradition zurückblicken. 1862 legte Heinrich Bleckmann den Grundstein für das heutige Unternehmen. Max Mauermann entwickelte 1910 den rostfreien Stahl, der von hier aus die Welt eroberte. Heute konzentriert sich die Firma Böhler auf die Herstellung von Blechen aus hochlegierten Stählen. Die Firma Böhler ist nach wie vor der Leitbetrieb für unsere Stadt. Rund 500 Beschäftigte leisten dort hochtechnologische Arbeit. Es werden Produkte weltweit exportiert. Ich glaube, der Exportanteil hat 94%. Und dieses Stahlwerk hat ja die Geschichte unserer Stadt sehr wesentlich geprägt. Es waren harte Zeiten in den letzten Jahren, aber ich denke, nun ist es wirklich auch an der Zeit, Danke zu sagen allen, die dort beschäftigt sind, allen, die mitgeholfen haben, den Arbeitern genauso wie dem Management, die sich hier eingesetzt haben und es als Mürzzuschlagunternehmen gesehen haben, obwohl Böhler, Sie brauchen sich nur die Homepage anzusehen, ein unglaubliches internationales Unternehmen ist und wir sind sehr stolz, dass Böhler Bleche bei uns im Mürzzuschlag ist. 1997 wurde die weltweit modernste Walzstrecke für Schnellarbeitstahlbleche installiert, 1999 eine neue Duo-Walzstrecke errichtet und 2001 erfolgte schließlich die Inbetriebnahme der neuen Trio-Walzstrecke. Damit wurde der Warmverformungsbereich zur Gänze neu gestaltet. Böhler Bleche ist Vorreiter bei der Erzeugung von kreuzgewalzten Edelstahlblechen. Damit stellt den Kunden ein Produkt höchster Qualität bezüglich mechanisch-technologischer und physikalischer Eigenschaften zur Verfügung. Böhler Bleche erzeugt qualitativ hochwertige Produkte mit besten Verarbeitungseigenschaften. Wir bekommen ungefähr 2/3 des Vormaterials von unserem Schwesterwerk BEG in Kapfenberg. 1/3 wird am Markt zugekauft in Form von Flachbrammern, die dann zu Blech ausgewalzt werden. Unser Ziel, vorgegeben von Eigentümer, ist die Fertigung von hochspezialisierten Blechen, die dann anschließend weltweit vertrieben werden. Hergestellt werden Bleche und Zuschnitte in höchstlegierten Stählen und Legierungen, wie Schnellarbeitsstähle, Werkzeugstähle, korrosionsbeständige Sonderstähle und Pressbleche. Wir haben 4 strategische Produkteinheiten,
Schnellarbeitstahl, für Metallkreissägen. Wie bei diesem Produkt, aber auch bei allen anderen Produkten, sind wir entweder Nummer 1, 2 oder maximal Nummer 3 weltweit gesehen. Wenn wir eine kleinere Marktposition haben, wird das Produkt aufgegeben. Schnellstahl sind wir Marktführer. Das zweite strategische Produktsegment ist Werkzeugstahl, vor allem hochlegierter Kaltarbeitsstahl. Er wird für Stanzwerkzeuge, Presswerkzeuge und ähnliche Anwendungen hergestellt. Dritte strategische Produktgruppe sind Pressbleche, vor allem für dekorative Laminate. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Küchenmöbel ansehen, dann sind diese Platten höchstwahrscheinlich mit unseren Blechen gepresst worden. Und das vierte wesentliche Produktsegment sind Bleche für die Luftfahrtindustrie. Wir beliefern inzwischen alle wichtigen Hersteller für zivile Flugzeuge mit unseren Blechprodukten. Nirgendwo sind die Anforderungen höher als in der Luftfahrt, wo Sicherheit an erster Stelle steht. Böhler sichert Qualität. Sämtliche Fertigungsschritte von der Erschmelzung bis zur Auslieferung unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem. Jedes Fertigungslos wird auf die geforderten metallurgischen und mechanischen Werte überprüft. Heute werden von Böhler auf modernsten Walzgerüsten Edelstahlbleche höchster Güte hergestellt, ihre Eigenschaften mit neuesten Prüfeinrichtungen ermittelt und mit Schneidanlagen modernster Technologie in Form gebracht. Wir blicken auf sehr erfolgreiche Jahre zurück. Speziell das Jahr 2007 war für uns ein Rekordjahr mit den höchsten Absatzmengen und dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte und entsprechend guten Ergebnissen. Der Erfolg der Firma Böhler Bleche wird vor allem von der Qualifikation, Ausbildung und Motivation der Mitarbeiter getragen. Ausschlaggebend für unsere guten Erfolge sind die qualifizierten Mitarbeiter, die dazu beitragen, unsere qualitativ hochwertigen Produkte erzeugen zu können und weltweit zu vertreiben. Wir beschäftigen derzeit rund 500 Mitarbeiter. Ganz besonders stolz sind wir auf die 40 Lehrlinge, die wir ausbilden. Wir versuchen jährlich um die 10 neue Lehrlinge aufzunehmen, hauptsächlich in den Berufen Betriebsschlosser, Betriebselektriker und Werkstoffprüfer und sind da eigentlich recht zuversichtlich, den Qualitätsstand der Mitarbeiter auf einem hohen Niveau halten zu können. Wir versuchen auch, die Gesundheit unserer Mitarbeiter verstärkt zu fördern. Wir haben hier ein eigenes Programm, das heißt Sicher Gesund, wo wir versuchen, das Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu stärken und auch unseren Teil dazu beizutragen, um die Mitarbeiter gesund bis zur Pension beschäftigen zu können. Zum automatischen Schneiden der Bleche wurden in den letzten Jahren neue Bandsägen angeschafft. Mit der im Sommer 2008 errichteten Laserschneidanlage können nunmehr alle gewünschten Konturen, wie zum Beispiel Ronden und Streifen, geschnitten werden. Durch den Neubau der Qualitätsstelle trägt die Firma Böhler den gestiegenen Kundenanforderungen Rechnung. Und schließlich ermöglicht die weltweit größte Anlage zur zerstörungsfreien Prüfung mittels Ultraschall im Tauchtechnikverfahren die Feststellung und Überprüfung der Materialhomogenität. Der Innovationsgeist wird bei Böhler Bleche bewahrt. Bestehende Techniken werden immer wieder hinterfragt und weiter verbessert, neue Verfahren entwickelt. So wird Böhler mit Zuschlag Königsberg ein immer wichtigerer Partner für Hightech-Erzeuger. Böhler verfügt über ein weltweites Vertriebsnetz. Die Produkte werden in mehr als 50 Länder exportiert. Die Hauptmärkte sind zu über 60% die EU-Mitgliedstaaten und mit einem Anteil von jeweils ca. 15% Nordamerika und Südostasien.
Die Zukunft des Unternehmens liegt in erster Linie in den Spezialprodukten. Das sind Bleche für die Luftfahrtindustrie und auch die Energietechnik ist bei uns ein sehr wichtiger Punkt. Die Energieproduktion ist weltweit im Steigen und da werden laufend Kraftwerke gebaut, wo wir mit unseren Produkten sehr gute Marktchancen haben. Und in diese Richtung geht die Entwicklung. Fortschritt aus Tradition. Qualität trägt einen Namen. Pöhler Bleche GmbH Mürzzuschlag Königsberg. Neu bei Hütterama sind die Angebote des Monats. Im Oktober gibt's den Junkerhut -10%. Im November Modeschmuck -30%. Sowie bei der Mürzer Messe vom 7. bis 9. November -10% ab einem Einkauf von 10 Euro. Freundliche, fachliche Beratung gehören zu den Stärken bei Hütterama. Schauen Sie doch vorbei. Gut behütet darf ich mich diesmal von Ihnen verabschieden. Im Namen des gesamten Teams von TV Mürz sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.